Vier wissenschaftlich bewiesene Tipps, durch die du sofort attraktiver auf andere Menschen wirkst. Tipp 1. Hab über 560.000 Abonnenten auf YouTube. Dank mir später. Ja, oha, Digga. Tipp 2. Lass dein Zimmer stets unaufgeräumt. Wirklich sexy. Tipp 3. Habe die Buchstaben S, E und V in deinem Namen und zwar in dieser Reihenfolge. Kleine Schlampe. Tipp 4. Lass dich nicht von deinem Großvater erwischen, wie du ihm den Pullover geklaut hast. Einen wunderschönen... Und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Volle Lippen, pralle Brüste. Wahrscheinlich habt ihr es noch nicht gehört, aber ich bin immer noch krank. War natürlich Spaß, Leute. Ich bin der neue Sänger von Cannibal Corpse. Okay. Ich habe mich dazu entschieden, heute ein kurzes Video abzudrehen, weil ich keinen Bock habe. Ich meine natürlich, weil jetzt hier eine Stunde Inscription recorden, pack ich nicht. Da kommt mir das Kranksein gerade als gute Ausrede. Dank des überraschenden Erfolges von Poppy Playtimes sind die Entwickler jetzt angehalten, ja mächtig Banane zu machen mit dem Spiel. Und haben sogar schon vor einiger Zeit einen Trailer zum Chapter 2 rausgebracht. Der erste Teil dieses Videos besteht jetzt ein bisschen daraus, den mit euch gemeinsam zusammen anzuschauen. Viele von euch werden den schon gesehen haben. Ihr habt mich trotzdem gebeten, da mal drauf zu reagieren. Und das werden wir jetzt tun. Im zweiten Part werde ich mal ein bisschen mit Mods rumspielen an dem Game. Vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was rausholen. Und eventuell, vielleicht nicht in dieser, aber in einer der nächsten, wenn ihr da Bock drauf habt, je nachdem wie es ankommt, zu Dingen zu gelangen, Orte zu sehen, die wir so im Spiel eigentlich nicht sehen sollten. Okay. So, na dann mal ran an den Speck hier. Let's go. Ich habe gar nichts dazu zu sagen. Ich wollte nur auch mal so cool sein hier mit der Leertaste wie die ganzen anderen YouTuber. Da stand zum Anfang Huggy Wuggy, ja? Oder Huggy Woogie oder wie auch immer das Ding heißt. Bis ihm ein tragischer Unfall widerfahren ist. Ja, wer das war, der ist echt herzlos. Da sind wir dann reingeflohen und haben den Eingang gefunden, die Blume. Die da, genau. Warte mal, ist da noch so ein Noteingang hier unten? Nee, das ist nicht unten, das ist ja seitlich. Hier sind wir lang gegangen, hier war noch so ein Tape-Recorder. Und dort, nee, das ist kein Eingang oder so. Das ist, glaube ich, so ein Energieteil, wo man so ein Kabel anschließen kann. Ich frage mich, ob wir da noch zurückkommen irgendwie. Das ist wie so ein großes Silo. Warum auch immer die sowas in der Spielzeugfabrik brauchen. Oder irgendwie so ein Turm. Keine Ahnung. Sah auf jeden Fall krass aus. Irgendwie so ein bisschen Star Wars Episode 5 Flashbacks. Aber gut. Das Interessante liegt ja dahinter. Und das Letzte, was wir gemacht haben, war die Box von Poppy zu öffnen. Und das ist das Chapter, hat es geendet. Und ich glaube, diese Tür haben wir davor gesehen. Entweder war es in dem gleichen Raum oder das war davor. Es gab, glaube ich, es gab eine. Genau, da stand der Schrank davor. Ich kann mich an dieses Pferd nicht mehr erinnern. Aber das war auf jeden Fall zu. Und ich weiß, das hat mir jemand gesagt, in der Early-Version dieses Spiels, das war nachher dann, glaube ich, nicht mehr so, hat man aus diesem Raum Klopfen gehört, als man da lang ist. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass das bei meiner auch so war. Und die Frage ist, was liegt dahinter? Mommy doesn't like guests. Mami mag keine Gäste, wer auch immer Mami ist und wer auch immer das gesagt hat, vielleicht Poppy. Die Frage ist ja auch immer, ob es Charaktere gibt, die mir wohlgesonnen sind, denn das Interessante ist ja die Story. Ja, ich weiß, ihr hättet jetzt erwartet, dass die sich alle hinsetzen mit uns zum fröhlichen Kaffee trinken, aber scheint es einen Plot-Twist zu geben, weißt du? Irgendwie mögen die uns hier doch nicht. Die Mitarbeiter sind da irgendwie immer noch in der Fabrik. Die sind vor 10 Jahren, sind da einige verschwunden. Die scheinen noch da zu sein. Keine Ahnung. Aus den Videos kann man entnehmen, die haben wie so wohl Experimente, so habe ich das verstanden. Also man könnte das spinnen, gemacht, um sozusagen das Mind, die Seele von den Mitarbeitern irgendwie diese Spielzeuge zu transferieren. Und es ist irgendwie schiefgegangen bei dem Versuch, intelligente Spielzeuge mit Mikrochips zu schaffen. Irgendwie sowas in der Art wird es auf jeden Fall sein. So, Early 2022, ja. Wir werden wahrscheinlich noch bis Ende 2023 warten müssen, bis alle Chapter dann endlich mal released sind. Aber es überrascht mich doch, dass sie es so schnell angekündigt haben. Ja, Early haben sie angekündigt auf Steam.
Ist natürlich Englisch, ja, Expertenwissen, das bedeutet März. Das haben sie jetzt konkretisiert. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber es ist halt nur ein Teaser. Wir kriegen auf jeden Fall noch mehr. Wahrscheinlich mit vielleicht noch einem Teaser, noch einem richtigen Trailer oder so. Ich bin gespannt und ich hoffe, gameplay-technisch ist das Ding ein bisschen länger. Mal schauen. Kommt da noch was? Nee, okay, das war's. Sehr geil, sehr geil. Ach, auf dem YouTube-Kanal werden, by the way, immer mal Videos released, die ein bisschen was zu der Story erklären könnten. Kann sogar sein, ich glaube, eventuell das hier sogar. Maintenance. Ich schätze mal, wir hatten das nicht. Wie man die Puppe irgendwie wartet. Ich glaube, das war nicht im Game drinne. Also, ich habe das jetzt nicht geplant, mir das reinzuziehen, aber können wir ja mal ganz kurz gucken, weil so viel Zeit haben wir ja. How to maintain. Das war nicht im Spiel. Okay, paint on her face. Ja gut, das machen die jetzt aber fabrikseitig, oder? Schuhe polieren? Süß. Da gibt's noch einen creepy Twist, wartet mal, bestimmt. Haare bürsten? Oh, die ist schon unangenehm. Step. Nichts. WTF, Alter? Das ist nicht so geplant, dass dieser Clip da drin ist, ne? Also so rein von der Geschichte her. Das ist wahrscheinlich ein Mikrochip, ha? Huh? She's all better now. Sie haben irgendwas rausgemacht oder reingesetzt? Wahrscheinlich rausgemacht, wegen der Wunde. Boah, ist die unangenehm, Alter. Damn. Das war das erste Video, was sie je veröffentlicht haben. Eigentlich sehr, sehr geiles Marketing. Fast 1 Million Aufrufe auch. Ich denke mal, viele Leute sind nach dem Trailer bzw. nach dem Spiel darauf gestoßen. Aber da kann man auf jeden Fall immer mal schauen. Okay, ich habe es jetzt nämlich endlich mal geschissen gekriegt, Mods für Poppy Playtime zu installieren. Hat eine Weile gedauert. Ich weiß, ich bin so ein Experte. Und zwar werden wir heute ausnahmsweise mal nicht den verrückten Krümelmonster mit Slendermans BMI begegnen, sondern einem alten bekannten Dude aus einem älteren Spiel. Also wie gesagt, es ist jetzt hier nichts Bahnbrechendes, sondern nur so ein bisschen just for fun. So, werden wir uns erstmal unsere Flosse hier besorgen. So, very nice. Oh mein Gott, guck mal. Lol, Alter. Boah, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist schon ein Teil der Mod. Diese kleine Axt ist, glaube ich, einfach bloß irgendwie random. Sieht natürlich geil aus. Ich wünschte, man könnte damit irgendwie was machen, sich irgendwie wehren oder so. Das werden wir noch rausfinden. Aber, wo wir jetzt hier weiterkommen, im ersten Teil des Games, werden wir gleich schon sehen, was uns hier erwartet. Passt mal auf. Okay, wir öffnen die Tür. Und wir sehen schon, was passiert. Oh mein Gott, Alter. Ich habe mich nicht gespoilert. Ja, wie cool ist das denn? Na, Bendy? Ist in deinem alten Spiel zu langweilig geworden? Kann ich durchaus verstehen. Ouch, baby. Okay, das ist mega geil. Das Coole ist, ich will jetzt auf jeden Fall diese Chase-Sequenz sehen. Mit diesem Model. Das hier soll ja übrigens so ein anderer Charakter sein. Also, die Leute haben dem den Namen Kissimissi gegeben. Das ist natürlich alles nicht offiziell. Ist halt eine rosane Version von diesem blauen Ding. Keine Ahnung, ob das einfach bloß random ist. Aber die Leute, ich sag mal, die dichten sich ja eh immer gerne viel mehr dazu, als da im Spiel schon ist. Und naja, ich meine, es macht halt auch einfach Fun so. Wenn man Monate auf eine Fortsetzung warten muss, dann baut man sich eben sozusagen seine ganz eigene Story. Oh oh. Okay, das haben sie nicht umgeändert. Das wäre jetzt so eine Frage gewesen, aber das Ding war immer noch blau. So, haben wir hier jetzt auch die Axt drauf? Ja, haben wir. Oh, geil. Ich frage mich jetzt, ob ich mich mit den Händen verteidigen kann. Wahrscheinlich nicht. Ein Regenschirm wäre geil gewesen. Ey, das Spielzeug, das war auch von Bendy. Das war hier Boris. Kommt man eigentlich hier hoch? Warte mal. Man da vorbeikommen? Wahrscheinlich nicht hier dieses Rollding, aber kann ich hier hochspringen? Ach, okay, passt auf. Jetzt geht's los. Ich will nur noch eine Sache machen. Ich will am besten davor irgendwie übelst viele Kisten platzieren. Ich will dem mal eine Falle stellen. Ich hoffe, das funktioniert. Doch, pass auf. Ich kann ja hier drüber springen, aber ich lege jetzt hier einfach mal ganz viele Kisten davor, wie ich sie halt finden kann.
Oh yes, oh yes. Ich bin einfach nur gespannt, was passiert. Erinnert mich übelst an Hello Neighbor, Alter. So, der muss da jetzt halt überall durch und ich kann da einfach sozusagen drüber springen hier an der Seite. Ich werde mich dann hier hinstellen, dass er hier durch muss, durch das Große. Und dann, ja, mal schauen, Alter. Let's go. So, ist das jetzt Bendy oder? Oh, ich hoffe, das funktioniert auch, wie ich mir das hier gedacht habe. Warte. Okay, Test Run. Zack. Okay, gut. Ich muss nur rechtzeitig Leertaste drücken. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Kommt es? Ah! Okay. Oh, das ist Bendy. Der gibt einen Scheiß. Bendy? Hallo? Digi? Wir können darüber reden. Ich hab's nicht so gemeint. Ich räume das nachher wieder auf, ja? Ich weiß, das Verhältnis zwischen uns, das war jetzt nicht immer einfach, aber... Oh, wow. Ich habe ihn komplett gebrochen. Verfolgt er mich aber? Wait. Checkt er's? Oh, Alter, ist das gruselig. Okay, ich gehe mal hier rein. Ich guck mal, was passiert. Wir müssen den ja gleich wiedersehen hier. Warte mal. Moment. Hier. Direkt geradeaus. Oh, da kommt er. Lol. Wie cool ist das? Oh. Oh, shit. Oh, Gott. Okay. Ich hab's begriffen. Er kommt. Oh, wie geil ist das, bitte. Jetzt darf ich sie bloß nicht verkacken. Oh, Gott. Er kommt. Oh, Alter. Komm schon. Oh, no. Ah. Damn, Alter. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo es lang geht. Oh, shit. Komm. Und dann will ich sehen, wie das Model da runterfällt. Okay, ich hab's perfekt gemacht. Komm. Hier ist bunt. War hier immer schon so bunt? Au. Au, was? Ich bin abgestürzt. Okay, zack, zack und... Ah! Jetzt kommt er! Nice. Ja, ich hab mir den Hinweis gegeben, hier ist halt Blut. Das heißt, da muss noch ein Mensch drin sein. Okay, abgefahren, ey. Das ist super cool. Ich frag mich, ob bei Poppy jemand anders drin ist. Können wir auch gleich mal nach der Tür aus dem Trailer gucken? Oh, hier ist das Pferdchen. Das war genau die, Alter. Übelst nice. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Sitzt hier Boris wieder drinne? Nee. Oh, es ist hier die, ach, wie heißt sie denn? Oh, ich hab's vergessen. Oh, zum Glück war ich hier noch mal gucken, ey. Okay, sehr nice. Der hat gleich alles geändert. Alright. Alice Angel oder sowas. Ja, Leute, das war's dann dazu. Hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich fand es witzig, das einfach mal zu sehen. Man könnte halt noch mit so Hacks gucken an Orten, zu denen man jetzt nicht gelangt, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, wo wir noch nicht reingeguckt haben. Ob da vielleicht irgendwas schon für die nächsten Chapter vorbereitet ist. Wir müssen ja in diese Haupthalle zurückkommen, weil da war halt noch ein Raum, wo wir nur mit beiden Händen Eintritt bekamen, aber die Tür ist zu. Wir können im normalen Spielverlauf da nicht mehr zurück. Also würde ich da vielleicht mal so nochmal gucken mit irgendwie so, keine Ahnung, dass wir durch die Wand glitschen oder so. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wie gesagt, kurzes Video, schnelles Ding und ich kuriere mich jetzt erstmal aus. Ich weiß nicht, wann wieder ein Video kommt, aber ich kann kaum noch sprechen. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein.